So, da sind wir wieder. Diesmal als Sniper. Und wir versuchen ein paar zu kriegen. Auch wenn ich nicht ganz so gut im Huntsman bin. Wie man gerade schon einigermaßen sehen kann. Ach. Ha. Allerdings immer noch kein Headshot. Okay. Kein Widerstand anscheinend. Ah. Autsch. Okay. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber okay. Gewonnen haben wir zumindest. Also können wir gleich in Rot spielen. Mission beginnt in 10 Sekunden. 5, 4, 3, okay, da kommen wahrscheinlich 2, gleich Demos. 1. Ha, Headshot. Allerdings wahrscheinlich mehr Glück als Verstand. Wow, gerade so. Autsch. Also ich glaube nicht, dass er wirklich direkt auf uns gefeuert hat. Sondern dass ich einfach direkt in den Fall wieder reingelaufen bin durch Zufall. Okay, dann wieder auf Blau. Haben wir nicht gerade gut gemacht. Und wir haben 4 Snipers wieder. Aber ich mach das für meine Aufnahme, also... Hm. Da ist ein Sniper drin, glaube ich. Oder vielleicht auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Dann nehmen wir Punkt A ein. Okay. Okay, daneben nicht. Da ist auch niemand. Wow. Ups, das war ein bisschen zu weit nach oben. Autsch. Ja, das war nichts. Ah, daneben. Okay, den haben wir. Ha. Okay, ich wollte eigentlich gerade mit meinem Pfeil drauf schießen. Naja. Schade. Mist, jetzt hat er wieder volles Leben. Sehr schön. Schnell Munition einsammeln.
Ups, daneben. Ach, natürlich ein Quid. Was auch sonst? So, den haben wir auch. Zum Glück machen die Scout-Quids nicht ganz so viel Schaden. Sonst wäre das nämlich wirklich übel. Ah Mann, das gibt's doch gar nicht. Okay. Dann nehmen wir jetzt Punkt B ein. Okay, machen die schon. Sehr schön. So. Der Scout ist tot. So. Den haben wir auch. Weich doch nicht immer aus, meine Güte. Autsch. Da hat er uns ein paar Mal zu oft getroffen. Oh, wow. Ich habe sogar die höchsten Punkte. Das habe ich nun wirklich nicht erwartet. Lauf doch nicht weg, kleiner Scout. Ah. Zeit schon vorbei, leider. Ich habe wirklich mit Abstand die höchsten Punkte irgendwie. Keine Ahnung wieso. Da haben wir gleich einen Scout im Spawn getroffen. Das war ziemlich knapp. Ich treffe die nicht. Leider. Ernsthaft? Also ich glaube nicht, dass das ein Charge-Quit war, sondern ein Random-Quit. So sah es zumindest aus. Okay, da sind alle tot. Mit 150 Leben werden wir das wohl nicht überleben. Ich finde, das ist auch so eine blöde Waffe, das Ulapul-Kaber. Also ich würde das definitiv nicht benutzen. Okay, den haben wir. Und ein Headshot, sehr schön. Bis jetzt ist unsere Burg sicher. Ah, da sind aber wieder ein paar. Okay, der ist tot. Autsch. Das tat weh. Okay, mit dem Scout müssten sie klarkommen. Also hole ich mir mal ein bisschen Leben wieder. Den habe ich verfehlt wieder.
Ach, nicht schnell genug. Ich treffe einfach nicht. Was soll denn das? Feuerpfeil daneben. Okay, der ist weg. Und mein Feuer ist weg. Oh. Nein, warum? Zu viele Leute. Autsch. Und natürlich wieder ein Crit vom Scout. Ich hatte auch ein bisschen Glück mit dem Crit, aber naja. Und da höre ich gerade irgendein Geräusch. Vielleicht ein Bohrer oder ähnliches? Gut möglich. Autsch. Dann sollte ich die Aufnahme wahrscheinlich bald beenden. Gleich nach dieser Runde. Und hoffe mal, dass man das nicht hören kann. Auch wenn ich das für eher unwahrscheinlich halte. Okay, ich muss beschützen. Aua. Bitte wie? Okay, das war seltsam. Naja, was soll's. Gut. Dann würde ich sagen, war es das mit der Grokeep, also Medieval Mode. Und beim nächsten Mal machen wir irgendwas anderes. Ich weiß allerdings noch nicht was. Vielleicht wieder Freak Fortress, mal sehen. Vielleicht auch normales TF2. Kommt drauf an, was ich gerade machen will. Also, bis dahin. Ah, und mein Aufnahmeknopf funktioniert immer noch nicht, muss ich immer noch manuell machen. Bis dahin.